Bei dem Corona-Narrativ ging es doch eigentlich immer darum, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Flatten the Curve, war immer das Schlagwort. Man muss solidarisch sein. Wir müssen die Einschränkungen unserer Grundrechte, unserer Freiheiten hinnehmen, damit Leute nicht sterben müssen, weil das Gesundheitssystem überlastet sein könnte. Und jetzt habe ich eine kleine Analyse durchgeführt, und anhand vom Beispiel von Bayern, möchte ich aufzeigen, dass erstens zu keinem Zeitpunkt der sogenannten Corona-Krise, das Gesundheitssystem in Bayern überlastet war. Zweitens, was ich sehr komisch fand, ist, dass die Zahl der verfügbaren Intensivbetten, zurückgegangen ist. Und nicht die Zahl der freien Betten wegen den Corona-Patienten, sondern einfach die Zahl insgesamt ist zurückgegangen. Und drittens, glaube ich auch, dass wir überhaupt von den Inzidenzwerten, diesen sogenannten 7-Tages-Inzidenzwerten, uns loslösen müssen, die ablehnen müssen, weil sie falsch sind von vielen verschiedenen Punkten her gesehen. Und stattdessen sollten wir als maßgebliches Kriterium für potenzielle mögliche Einschränkungen, die Auslastung der Krankenhäuser nehmen. Also zum Beispiel über den Maßstab der Auslastung der Intensivbetten. Fangen wir mal an. Ich habe nachgeschaut, das kann jeder nachschauen, jeder nachprüfen, im DIVI-Intensivbettenregister, und da kann man das für ganz Deutschland sehen und auch für Bayern, inwiefern die Intensivbetten, also die Intensiveinheiten wahrscheinlich größer gesehen, ausgelastet sind. Durch Patienten insgesamt, die alle möglichen Erkrankungen haben können, und auch durch Leute, die an Corona erkrankt sind. Und was ich gesehen habe, war erstaunlich. Erstens, wir haben ja zwei sogenannte Wellen gehabt, Corona-Wellen. Der Gipfel der ersten Corona-Welle war am 21. April 2020, und da haben die Corona-Patienten, also Leute, die an Corona erkrankt sind, haben 15,5% der Intensivbetten in Bayern belegt. Also insgesamt nur 15,5% aller Intensivbetten. 54% aller Intensivbetten in Bayern zum Zeitpunkt der ersten Welle, des Höhepunkts der ersten Welle, waren alle Intensivbetten frei. 54%, mehr als die Hälfte. Der Gipfel der zweiten Corona-Welle war ja relativ vor kurzem. Der Gipfel war am 28. Dezember 2020. Das kann man aus den Daten sehen. Und da waren 27% aller Intensivbetten in Bayern mit Corona-Patienten belegt. 27%, also fast ein Drittel aller Intensivbetten. Im August 2020 wurde die Notfallreserve an Intensivbetten eingeführt. Und wenn man die mit dazu zählt, dann waren nur 20,4% aller Intensivbetten in Bayern mit Corona-Patienten belegt zum Gipfel, zum Höhepunkt der zweiten Corona-Welle. 17,6% der Intensivbetten waren zum Höhepunkt der zweiten Corona-Welle, und die war ja viel höher und viel größer als die im Frühjahr von 2020. 17,6% der Intensivbetten waren zu dem Zeitpunkt frei bei der zweiten Welle. Wenn man die Notfallreserve damit einberechnet, dann waren 56,4%, also fast 60%, aller Intensivbetten in Bayern zum Zeitpunkt der zweiten Corona-Welle frei. Und die letzten Daten, die ich in meiner Analyse anschauen konnte, die waren vom 16. März dieses Jahres. Hab mir angeschaut, wie da die Auslastung ist, und da sieht man, dass am 16. März, also letzte Woche, 14,5% der Intensivbetten in Bayern belegt waren durch Corona-Patienten. 11,3%, wenn man die Notfallreserve mit einberechnet. Und 16% der Intensivbetten waren frei. 52,6%, wenn man die Notfallreserve wieder mit einberechnet. Also wieder mehr als die Hälfte aller Intensivbetten in Bayern waren letzte Woche frei. Waren überhaupt keine Patienten drin. So, was ist jetzt halt interessant? Mehrere Dinge sind natürlich interessant, und die will ich jetzt halt auflisten. Das erste,
Letzte Woche, man kann ja wirklich sagen, die zweite Corona-Welle ist relativ abgeebbt. Die letzte Woche war die Zahl der Intensiv waren relativ weniger Intensivbetten frei als zum Peak der zweiten Infektionswelle. Also nochmal, beim Höhepunkt der zweiten Infektionswelle, der zweiten Corona-Welle im Dezember letzten Jahres, waren mehr Intensivbetten frei in Bayern als letzte Woche. Wie kann das sein? Weil wir haben ja sicherlich letzte Woche kein Gipfel der Infektionswelle gehabt, auch wenn viele von einer angeblich dritten Welle reden. Wie kann es sein, dass jetzt mehr Intensivbetten belegt sind als zum Gipfel der zweiten Corona-Welle? Schauen wir weiter. Was auch überaus interessant war für mich, ist, dass über den ganzen Zeitraum hin, des letzten Jahres und dieses Jahres, also dieser Corona-Krise, war die Zahl der belegten Intensivbetten, egal ob das jetzt Patienten waren, die Corona hatten oder nicht, die Zahl aller belegten Intensivbetten zwischen dem 22. April 2020 und dem 16. März 2021 war relativ stabil zwischen 2.800 und 3.000 täglich belegten Betten. Und das ist doch komisch. Es gibt keinerlei Korrelation zwischen der Intensivbettenauslastung und der Gesamtzahl der Corona-Infektionen. Also auch kein Zusammenhang mit der ersten und zweiten Welle. Und das ist doch wirklich beachtenswert. Also das heißt, man hätte ja logischerweise denken müssen, dass die erste und die zweite Corona-Welle hätten dazu geführt, dass die Auslastung mit Intensivbetten insgesamt auch sich verändert. Dass natürlich zum Peak der ersten und zweiten Welle relativ mehr Intensivbetten benutzt werden müssen als zum Beispiel im Sommer letzten Jahres. Dem ist aber nicht so. Die Zahl der Intensivbetten, der Auslastung, war immer relativ stabil. Das sieht man auch sehr gut an der Grafik. Zwischen 2.800 und 3.000 Betten. So. Aber was man sieht, wieso wird dann die Zahl der freien Betten weniger? Sie müsste ja eigentlich auch konstant bleiben. Man sieht aber, dass unabhängig vom Infektionsgeschehen, unabhängig von Corona, die Zahl der freien Intensivbetten in den bayerischen Krankenhäusern, also die Zahl der verfügbaren, genauer gesagt, zwischen dem 21. April 2020 und dem 16. März über 20% gesunken ist. Also wir sehen, die Auslastung der Intensivbetten, die Benutzung, die Belegung der Intensivbetten ist relativ konstant. Wir sehen aber, dass die verfügbaren Betten runtergegangen sind während einer Pandemie von nationaler Tragweite. Ich weiß nicht, man will ja nicht als Verschwörungstheoretiker abgeschimmelt werden, man will auch nicht allzu deftige Worte in den Mund nehmen und immer sachlich bleiben, aber ist es nicht verbrecherisch vielleicht zu sehen, dass wenn man gleichzeitig werden wir alle eingesperrt, die Geschäfte werden kaputt gemacht, unsere Grundrechte werden genommen. Leute kommen in die Krankenhäuser wegen der Krankheit. Und gleichzeitig, wenn man wirklich auch als Regierung sagt, dass es so eine schlimme Krankheit ist und eine Pandemie ist, wieso wird die Zahl der Intensivbetten runtergenommen? Wieso gibt es jetzt weniger verfügbare Intensivbetten, nicht frei, insgesamt verfügbare Intensivbetten als noch im April letzten Jahres? Hätte die Regierung nicht alles dafür tun müssen, um mehr Intensivbetten zu schaffen, mehr Intensiveinheiten, Leute einzustellen, damit auch die Patienten behandelt werden können, Geld in die Hand zu nehmen, um Ärzte einzukaufen, um Krankenschwestern zu bezahlen, auch aus dem Ausland vielleicht Leute einzuladen, um Krankenhäuser letztendlich zu bauen, so wie es in China zum Beispiel gemacht wurde oder in Russland. Dass man einfach aus dem Boden, aus dem Nichts neue Krankenhäuser gestempelt hat, innerhalb von wenigen Wochen, um mit den Patienten fertig zu werden. Und hier in Bayern auf jeden Fall sehen wir das Gegenteil. Wir sehen, die Zahl der verfügbaren Betten wird runtergefahren. Also die Zahl der verfügbaren Betten, Intensivbetten in Bayern wurde um 20% runtergefahren. Und auch die Zahl der Intensivbetten der Notfallreserve, also wie gesagt, im August 2020 wurde die Notfallreserve eingeführt und die Zahl der verfügbaren Intensivbetten der Notfallreserve hat sich halbiert
während der ganzen Zeit halbiert. Die ist nicht nur um 20%, sondern die ist wirklich um die Hälfte runtergegangen. Also entweder haben wir keine Pandemie, wenn da sowas möglich ist, oder ist es wirklich fahrlässig. Anders kann ich das gar nicht verstehen. Weil, wie gesagt, die Auslastung ist ja stetig geblieben. So. Und das heißt, in Bayern gibt es einen signifikanten Rückgang der Intensivbehandlungskapazitäten während dieses und letzten Jahres, ohne dass es überhaupt mit Corona zu tun hat. Und was ich halt nicht verstehe, die Schulen werden geschlossen, die Geschäfte werden zugesperrt, Leute werden in den Ruin getrieben, wir dürfen nicht mal mehr Sport machen, unsere Grundrechte werden mit Füßen getreten und Milliarden an Unsummen werden ausgegeben für diesen Schadensersatz, den sie Corona-Hilfen nennen, und gleichzeitig werden die Behandlungskapazitäten in den Krankenhäusern zurückgefahren. Also, das ist doch nicht logisch. Ich habe mal nachgeschaut und zum 17.03., Stand letzte Woche, wurden in Bayern, das sind Daten von der IHK Bayern, Oberbayern und München, wurden in Bayern über 2,3 Milliarden Euro an sogenannten Corona-Hilfen an diese ganzen Unternehmen ausgegeben, die zwangsgeschlossen werden mussten. 2,3 Milliarden Euro seit Anfang der Auszahlungen letzten Jahres. Und das ist dreimal so viel wie der gesamte Einzelplan, also der Haushaltsplan für das Bayerische Gesundheitsministerium im Jahr 2021. Wieso hätte man dieses Geld, diese 3 Milliarden Euro für die Unternehmen nicht einfach verwenden können, um neue Krankenhäuser zu bauen, um mehr Intensivbetten zu haben? Und natürlich ist ja klar, ein Bett an sich, auch eine Intensiveinheit, Beatmungsgeräte, die bringen an sich natürlich nichts. Man muss ja in erster Linie die Ärzte bezahlen, die diese verwenden können, die diese operieren können und auch die ganzen das Krankenpersonal, das ist schon klar. Das hängt zusammen. Wieso hat man aber das Geld, diese 2,3 Milliarden Euro oder wahrscheinlich noch viel weniger Geld hätte man dafür in die Hand nehmen müssen, um neue Krankenhäuser zu bauen, um das Krankenpersonal zu bezahlen, um auf Schnelle vielleicht, sofern das möglich ist, neue Kader auszubilden in so einer Krisensituation. Wieso ist das aber nicht passiert? Einerseits wird hier uns erzählt, wir sind in einer Jahrhundertkrise, in einer Pandemie von nationaler Tragweite. Andererseits wird die Intensivbettenkapazität zurückgefahren und das Geld wird einfach für nichts verbrannt, anstatt es ins Gesundheitssystem zu stecken. Und das verstehe ich nicht. So, und jetzt hat noch ein anderer Punkt, zu dem ich kommen möchte. Wir wissen ja, dass seit ungefähr der Kalenderwalk, seit Anfang dieses Jahres bis zu letzter Woche, habe ich nachgeschaut, wird jetzt halt ungefähr 30%, ein Drittel mehr wird getestet als davor. Also innerhalb von den letzten 3 Monaten haben wir 30% mehr Tests jeden Tag, Corona-Tests in Bayern als davor. Und das heißt, dass deswegen die Gesamtzahl der positiven Tests und der falsch positiven Tests, weil wie gesagt, auch die Corona-Tests haben eine Fehlerrate, die ist zwar gering, kommt nach dem, was man gering meint, einige sagen sogar 4-5% ist die Fehlerquote. Das heißt auf jeden Fall, die Gesamtzahl der positiven Tests wird nach oben gehen, wenn man mehr Leute testet. Und die ganzen Inzidenzwerte hängen ja von den positiven Tests ab. Das hat ja gar nichts damit zu tun, ob die Leute krank sind oder nicht, ob sie sich krank fühlen. Jemand kann an Corona erkrankt sein oder hat diesen Virus in sich, hat überhaupt keine Symptome, fühlt sich wunderbar, fühlt sich gesund oder wenigstens liegt der Person Gott sei Dank nicht im Sterben. Also es ist keine tragische, keine Pest in dem Sinne. Gott sei Dank für viele Leute. Und aber wenn man mehr testet, heißt es auch, man hat mehr positive Tests. Mehr positive Tests bedeutet, dass der Inzidenzwert nach oben geht und er geht künstlich nach oben, weil an sich das Infektionsgeschehen und die Gefahr der Krankheit für die Bevölkerung ja eigentlich sich nicht sehr viel verschlimmert.
sondern relativ gleich bleibt, nur geht die Zahl der Tests hoch und deswegen haben wir auch mehr positive Tests. Und das sage ja nicht nur ich, sondern das gibt zum Beispiel auch verschiedene Studien, zum Beispiel Commerzbank Research hat ergeben, dass mindestens 2/3 der positiven Tests in Deutschland auf eine Auswertung der Testkampagne zurückzuführen ist. 2/3. Auch wenn man sagt, es wären nur 1/3, solche Studien habe ich auch gelesen, dann ist es immer noch klar, dass wir künstlich durch das Testen die Inzidenzwerte nach oben treiben. Und das wäre ja irrelevant, wenn ich so viel davon abhängen würde. Weil wir machen ja unsere Wirtschaft kaputt, wir machen unsere Unternehmen kaputt durch die ganzen Zwangsschließungen. Wir machen unsere Kinder kaputt, weil sie nicht in die Schule gehen dürfen. Und das alles nur, weil man mit diesen Tests die Inzidenzwerte nach oben treibt. Obwohl die Krankheit an sich nicht viel ansteckender geworden ist und nicht viel mehr Leute daran sich infizieren. So. Also, jetzt will ich nochmal resümieren. Zu keinem Zeitpunkt der Pandemie, soweit ich das sehen und verstehen kann, war das Gesundheitssystem in Bayern überlastet. Wir hatten keine signifikante Überlastung der Intensivbetten. Wir hatten immer genügend freie Betten, soweit ich das richtig verstehen kann. Zweitens, die verfügbaren Intensivbetten wurden im letzten Jahr relativ drastisch zurückgedrosselt, wurden verringert von Seiten der Regierung. Und der Grund dafür ist mir nicht einsichtbar. Und das würde ich gerne wissen, was der Grund ist, wieso alle Geschäfte zugemacht werden. Uns wird gesagt, ihr müsst die Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden, und so viele Leute sind bereits in den Intensivbetten und die können bald nicht mehr. Andererseits aber werden die Intensivbetten abgebaut. Das erschließt sich mir nicht. Und drittens, wie gesagt, wenn das alles gegeben ist, dann müssen wir auch weg von diesen Inzidenzwerten, weil mehr testen bedeutet auch mehr positiv und auch mehr falsch positiv. Und wir machen unsere Wirtschaft mit einer sogenannten dritten Welle jetzt wieder endgültig kaputt. Und das alles nur, weil wir mehr testen. Und deswegen müssen wir wirklich schauen, dass wir die Wirtschaft nur dann zumachen, wenn es nötig ist. Und es ist nötig, wenn die Krankenhäuser wirklich an die Grenze kommen, wenn sie überlastet sind. Dann müssen wir wirklich die Kontakte zurückfahren, dann müssen wir die Geschäfte schließen, dann müssen wir auch die Schulen vielleicht schließen, aber nicht, weil es in irgendwelchen Zahlen, Inzidenzwerten irgendwie nach oben getrieben wird. Diese drei Dinge, die wollte ich unbedingt loswerden. Vielen Dank.